Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, dies ist jetzt der 37. Part der neuen SMP-Scripting-Tutorial-Reihe. Und dies ist jetzt gleichzeitig auch der erste Part des neuen Haussystem-Tutorials. Was ist das Haussystem? Das Haussystem sieht folgendermaßen aus. Wir wollen einige Häuser in der Stadt für Spieler kaufbar machen. Das heißt, die können diese kaufen und können dann darin spawnen, können sich einen Innenraum dafür kaufen oder wir setzen gleich Innenräume fest. Das kann je nachdem, wie man es möchte, machen. Und wenn wir das System soweit eingebaut haben, wollen wir auch noch machen, dass wir in-game direkt Häuser erstellen können. Das heißt, wir geben einen Befehl ein und an dieser Stelle soll dann ein Haus erstellt werden, das wir dann gleich verkaufen können bzw. kaufen können. Was brauchen wir dafür? Wir wollen die ganzen Häuser natürlich beim Serverstart aus der Datenbank lesen. Das heißt, wir müssen gleichzeitig auch im Skript etwas anlegen, wo wir diese Häuser sozusagen speichern. Also wieder ein Array, das wir wieder mit einem Enum versehen. Dies sieht jetzt ähnlich aus wie das bei dem von den anderen Gebäuden, wie zum Beispiel dem Ammunition. Und zwar erstellen wir uns dafür ein neues Enum und nennen das jetzt einfach mal Haus-Enum. Wie gesagt, da könnt ihr euch die Namen immer selbst ausdenken. Und jetzt müssen wir einige Sachen in diesem Enum beziehungsweise einige Variablen-Namen in diesem Enum festlegen. Und zwar wollen wir einmal die Koordinaten für das Haus angeben. Das heißt, diese sind wieder float. Dann einmal hx nenne ich es jetzt einfach mal für Haus x. Float hy. Float hz. Als nächstes wollen wir noch Koordinaten angeben für einen Innenraum. Das heißt, es gibt ja diese Innenräume, wie auch schon bei den anderen Gebäuden gesehen, zum Beispiel in Ammunition-Innenraum, gibt es auch solche Innenräume, die aussehen wie Wohnhäuser. Zu denen kommen wir aber in einem späteren Video. Deswegen werden wir jetzt trotzdem aber schon mal in das Innenum die passenden Koordinaten reinspeichern, denn auch diese Innenräume haben sozusagen Koordinaten, zu denen wir die Spieler dann einfach beim Betreten teleportieren. Das heißt, wir nennen das Ding zum Beispiel IHX für Innenraum oder Float IHY und Float IHZ. Was wir auch wollen, ist die virtuelle Welt widersetzen, wie zum Beispiel bei den Gebäuden, die wir vorher schon hatten. Jedoch machen wir dies wieder dadurch, dass wir mit der Haus-ID arbeiten, damit wir keine Überschneidung bekommen. Deswegen brauchen wir diese Variable nicht. Was wir aber brauchen, ist B-Interior, beziehungsweise hier nehmen wir jetzt H-Interior, da auch einige Innenräume, die wir verwenden wollen, in Interiors liegen. Als allerletztes brauchen wir noch eine Variable, in der wir die Datenbank-ID speichern. Beziehungsweise natürlich wäre auch eine Variable mit dem Besitzer ganz nützlich. Deswegen machen wir daraus H-Besitzer. Und das ist natürlich ein Name, also ein String, also MaxPlayerName. Wenn man hier jetzt mit der Spieler-ID arbeiten würde, dann müsste man zusätzlich noch den Spielernamen abfragen über die Datenbank, wenn man zum Beispiel den Besitzer anzeigen möchte in einem Text oder so vor dem Haus. Deswegen arbeiten wir hier einfach mit dem Namen. Und als allerletztes jetzt noch eine Int-Variable, und zwar die Datenbank-ID. Das heißt, wir erstellen ein Haus, das bekommt automatisch von der Datenbank eine ID und diese müssen wir hier natürlich auch mit angeben. Und diese nenne ich einfach mal HID. So, als nächstes müssen wir das auch wieder erstellen, das Array. Das machen wir hier wieder bei unseren globalen Variablen. Und wir haben hier ja unser altes B-Info für die ganzen anderen Gebäude. Und wir erstellen das einfach mal hier drunter. Ich nenne das jetzt mal New House Info, also H-Info nenne ich es einfach mal. Und das geben wir gleich eine feste Größe. Allerdings schreiben wir hier zuerst noch hinter, dass wir das Enum benutzen, was wir eben erstellt haben. Und das haben wir ja Haus-Enum genannt. So. Warum schreiben wir jetzt hier nicht alle Häuser, die wir haben wollen, rein? Ganz einfach, wir wollen diese ja aus der Datenbank auslesen. Deswegen erstellen wir nur dieses Array, das sozusagen jetzt leer ist, und befüllen es dann beim Serverstart mit Daten aus der Datenbank. Nun, wenn wir das jetzt kompilieren würden, würde er nur sagen, dass h-info nirgendwo benutzt ist. Und wir versuchen das jetzt erstmal hier freizulassen. Wenn er nachher noch einen Wert haben möchte, dann können wir ihm den ja noch nachliefern. Als nächstes müssen wir jetzt erstmal in unsere Datenbank gehen, die habe ich hier schon mal geöffnet, und eine neue Tabelle erstellen. Ich bin also hier oben in der Datenbank SAMP und erstelle jetzt eine neue Tabelle und die nenne ich mal Haus. Oder Houses oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal Haus. Und mache jetzt erstmal mal 5 Spalten, das kann man ja gleich noch variieren. Die erste Spalte ist natürlich wieder ein Integer-Wert, weil wir die ID speichern wollen. Das nennen wir deswegen auch ID. Stellen den Wert hier wieder auf Primary, weil danach soll die Tabelle geordnet werden. Und Auto-Increment, das heißt bei jedem
Haus, das wir in die Datenbank stellen, soll er die ID selbstständig hochziehen. Als zweites speichern wir jetzt hier einfach mal den Besitzer rein. Dieser ist natürlich ein String, also in diesem Fall ein Watcher. Und wir nehmen hier als Stringlänge einfach mal 40 Zeichen. Ich glaube, 35 Zeichen ist die maximale Länge des Spielernamens, dann sind wir mit 40 auf der sicheren Seite. Als nächstes fügen wir hier erstmal nochmal wieder ein paar Spalten ein. Ich füge hier jetzt erstmal nochmal 5 Spalten hinzu, denn die leeren ignoriert er ja sowieso. Wir haben jetzt hier einmal die, können jetzt hier einmal die x-Koordinate angeben. Diese ist natürlich kein Integer-Wert, sondern ein Float-Wert. Das gleiche gilt für y und z. Wir können es natürlich der übersichtshalber auch noch genauso nennen wie im Skript, dann kommen wir hier nicht durcheinander, also nennen wir es hier hy und hz. Und hier nennen wir es dann dementsprechend ihx, ihy und ihz. So, hier nehmen wir wieder float als Typ. Und als letztes noch das House Interior, also h Interior. So, das Ganze speichern wir einmal ab, denn die Datenbank, die brauchen wir nicht als extra Feld anlegen, die wird uns hier automatisch erstellt. So, ich habe die Tabelle jetzt nochmal umbenannt. Und wir können hier einmal raufklicken, sehen wir, sehen hier noch keine Daten drin. Hier sehen wir die Struktur mit den eben von uns benannten Variablen. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt schon mal einige Häuser hier einfügen. Ich habe eben schon mal Koordinaten gespeichert, damit es jetzt etwas schneller geht. Das machen wir wie immer mit dem Save-Befehl. Ich habe mich genau an die Stelle gestellt, wo ich das Haus hinhaben möchte. Und jetzt kann ich mir hier die Koordinaten rauskopieren. Ich habe also einmal ein Haus 1 und ein Haus 2, die sind relativ dicht beieinander. So, beim Besitzer soll natürlich noch nichts drin stehen. Denn das Haus hat ja noch keinen Besitzer und ID lassen wir auch frei. So, wir kopieren jetzt einmal hier die Koordinaten rein. Also einmal die x, y und z-Koordinate. So. Hier das i und das y und das z haben wir natürlich jetzt noch nicht. Das lasse ich jetzt erstmal frei, da kommen wir dann später noch zu. Und das Interior lasse ich auch erstmal frei. So. Als zweites können wir hier das, den Ignorieren-Pfeil wegmachen und das zweite Haus einfügen. Ihr könnt natürlich jetzt schon so viele Häuser einfügen, wie ihr wollt. Dies sollen ja jetzt erstmal nur Beispielhäuser sein, denn den Befehl, um die Häuser in-game zu erstellen, das machen wir ja später noch in einem weiteren Video. So, dann senden wir das Ganze ab. Sehen hier einige Fehlermeldungen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht weiter zu beachten. Wir sehen jetzt hier, unsere beiden Häuser sind erstellt mit den Variablen, wie wir eben festgelegt haben. Was wir jetzt machen, wir gehen wieder ins Skript und können jetzt hier in unserem OnGameMode Init die Häuser laden. Das Ganze machen wir mit einer MySQL Query. Also machen wir wieder eine neue Variable Query. 128 Zeichen lang. Und formatieren diese Format Query, Size of Query. Und die Query besagt Select Star from House. Wir bräuchten jetzt eigentlich gar keine Query formatieren, weil wir einfach, das hier könnten wir auch direkt in die MySQL QueryF-Funktion schreiben, aber damit es einheitlicher ist, lassen wir es jetzt erstmal so. Als nächstes machen wir dann wieder unser MySQL Function Query. Jetzt müssen wir wieder unsere Connection Handle angeben, also unsere DB Handle. Die Query ist unsere Query. Wir wollen den Cage benutzen, deswegen True. Als Callback nehmen wir mal on house, houses load. Könnt ihr, wie gesagt, den Namen euch wieder selber festlegen. Und als ID müssen wir hier nichts übergeben, deswegen lassen wir das einfach frei. So, jetzt müssen wir natürlich wieder unsere Funktion hier erstellen, beziehungsweise unser Callback on houses load. Deswegen erstelle ich hier einmal das Public dazu. Und das gleiche müssen wir natürlich auch noch wieder bei unseren Forwards einfügen. Und um es einheitlich zu machen, mache ich hier das O wieder groß und hier auch, denn das haben wir oben auch bei den anderen Forwards. Ich schreibe es hier einfach mal zwischen Forward on houses load. So. Das Ganze können wir schon mal einmal kompilieren, um zu testen, ob wir einen Fehler haben. Bis jetzt nur den Fehler, beziehungsweise das Warning, dass unser H-Info noch nicht benutzt wurde. Das ist ja auch richtig so. So. Wir können jetzt hier wieder zu unserem on Player Cars Load gehen und können uns diesen ganzen Teil hier mal rauskopieren, damit wir oben nicht mehr so viel schreiben müssen.
Wir gehen jetzt wieder hoch zu unserem OnHousesLoad oder wie auch immer ihr dieses Callback genannt habt. Und fügen das da drin ein. Wir können jetzt mal gucken, was müssen wir rausschmeißen. Wir können einfach das hierbei belassen. Das hier kann, dieser Teil kann bleiben. Und nur hier müssen wir jetzt was umändern. Und zwar müssen wir uns jetzt auch gleich eine ID schreiben, eine Funktion schreiben, um eine statt einer FreeCarID eine FreeHouseID zu bekommen. Deswegen get FreeHouseID. So, und hier, das können wir erstmal so lassen, beziehungsweise diesen ganzen Teil löschen wir mal raus und benutzen das jetzt hier als Vorlage. Deswegen, wir wollen jetzt unser Haus auslesen, deswegen schreiben wir statt cinvh-info wieder ID, weil wir die ID ja gleich mit der Funktion getFreeHouseID rausfinden wollen. Und jetzt können wir hier eine Variable nach der anderen festlegen. Und zwar als erstes unser hx ist gleich cage get field content float i wieder als unsere row. Dann müssen wir angeben, wie hat dieses Feld gehießen, geheißt, wie hat dieses Feld gehießen. Also h, wie haben wir dieses Feld genannt? Also hx. Und unser db-Handle ist natürlich wieder unsere Datenbank. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal. Fügen es zweimal ein und dann noch dreimal für die mit dem i davor. Und hier das können wir einmal rauslöschen. Wir schreiben jetzt bei den drei hier vorne schon mal das i hinzu. Und hier ändern wir das dann immer zu z bzw. y. Hier wieder z und hier y. Genauso wie hier y, z, x, y, z und hier das i davor, i, i, i. Dann kopieren wir uns das Ganze nochmal, schreiben hier statt hx das Interior hin, also h Interior. Und das ist kein Float-Wert, sondern ein Int-Wert, ein Integer, deswegen hier statt Float Int. Und hier der Wert heißt in der Datenbank h Interior. So, was jetzt noch fehlt, ist der Besitzer. Das machen wir mit cage get field content, dann die row, also i, dann das der field name, das ist unser h Besitzer, beziehungsweise in der Datenbank haben wir das nur Besitzer genannt. Jetzt möchte er die Destination haben, also die Variable, in der wir es speichern wollen, was in unserem Fall h-info von ID und dann h-besitzer ist. Und als letztes wieder unsere Connection-Handle, also db-Handle. So, jetzt müssen wir noch die Funktion getFreeHouseID schreiben. Also schreiben wir hier wieder getFreeHouseID. So. Was wir jetzt überprüfen wollen, ist, ob dieses Haus schon belegt ist. Und das machen wir, indem wir fragen, ob schon eine DB-ID, also eine H-ID, festgelegt wurde. Das heißt, wir müssen hier oben auch noch die H-ID auslesen. Also H-Info. Und dann H-ID gleich cage get field content int. Das ist ja wieder eine Zahl. Das hieß in der Datenbank ID, das ist hier einfach dieses vorderste Feld, was wir jetzt immer auslesen und dann hier sozusagen in unser Array speichern und natürlich wieder von unser DB-Handle. Und jetzt können wir einfach abfragen, wenn es 0 ist hier, denn 0 gibt es hier ja nicht, es fängt bei 1 an, dann wissen wir, okay, das Haus ist frei. Deswegen for new i gleich 0, i kleiner als size of hid, h-info. Und dann i++. Wieder eine Vorschleife, um alle Häuser durchzugehen. Und jetzt können wir einfach if h-info i und dann da h-id gleich 0, dann wollen wir return i. Dann ist dieses i, was wir return, sozusagen unsere Haus-ID, die wir festlegen wollen, die wir return wollen. So, wir können das nochmal vergleichen mit der getFreeCarID-Funktion. Und die haben wir das gleiche gemacht, außer dass wir hier unten noch ein Return 0 drin haben. Das machen wir hier jetzt auch, denn
Irgendwas muss diese Funktion return, auch wenn hier diese Abfrage irgendwie schief geht. Das Ganze kompilieren wir jetzt einmal. Und jetzt sehen wir onHousesLoad should return a value. Und hier sehen wir sizeOf kennt er nicht. Deswegen gehen wir erstmal nochmal zu unser onHousesLoad und schreiben hier unten ein return 1 rein. Dann ist der eine Fehler schon mal weg. Und jetzt sehen wir hier immer noch sizeOf. Und das liegt daran, dass wir hier oben dem h-info noch keine Größe zugewiesen haben. Und das ist halt die Größe, wie viele Häuser wollen wir denn haben. Maximal. Ich nehme jetzt einfach mal hier 100 Häuser als Maximumwert. Und wenn wir jetzt kompilieren, sehen wir, dieser Fehler ist auch weg. So. Diesen Wert muss man dann natürlich immer erhöhen, wenn man mehr Häuser haben möchte. Wir könnten jetzt dann nachher mit unserem Befehl createHouse bis zu 100 Häuser erstellen. Allerdings jetzt müssten wir, wenn wir dann diese 100 Häuser haben, müssten wir dann erhöhen, um somit noch mehr Häuser erstellen zu können. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir machen jetzt hier erstmal 100 rein, anstatt irgendwie 2000 oder so, denn dann gehen diese Schleifen einfach schneller. Als nächstes können wir jetzt wieder zu unserem onHousesLoad gehen. Und zwar wollen wir da jetzt so ein Pickup vor dem Haus erstellen, das heißt an der Position, wo das Haus geladen werden soll, damit man sieht, okay, da ist ein Haus. So, das machen wir folgendermaßen. Wir benutzen einmal die Pickup-ID 1273 für Häuser, die noch leer stehen. Das ist so ein grünes Haus, das symbolisiert zum Verkauf oder so. Und 1239, also dieses gelbe I, für Häuser, die bereits verkauft sind. Das könnt ihr natürlich einstellen, wie ihr wollt. Ich mache das immer mit diesen beiden Pickup-Typen. So, wie fragen wir jetzt ab, ob ein Haus schon besetzt ist, beziehungsweise ob es zum Verkauf steht? Wir fragen einfach ab, ob der Besitzer irgendwie mehr als 0 Zeichen lang ist. Also if strlen, um die Stringlänge abzufragen, von h-info i, beziehungsweise id, und dann h-besitzer. Und wenn das so ist, beziehungsweise wir machen hier einfach ein not vor, also ein Ausrufezeichen, wenn es also keine Länge hat, das heißt, wenn 0 Zeichen sind, das heißt, wenn gar nichts drin steht, dann hat es keinen Besitzer. Und deswegen können wir dann einfach schreiben create pickup, dann unser 1273 vom Type nehmen wir einfach wieder 1. Und jetzt müssen wir die x, y und z Koordinaten angeben und das sind hier unsere Koordinaten vom Haus, also h-info x, h-info y und h-info z, und die virtuelle Welt setzen wir wieder auf minus 1. Um es in allen Welten anzuzeigen. So, else, das heißt, das Haus hat einen Besitzer. Machen wir create pickup mit dem gleichen Befehl. So. Allerdings schreiben wir jetzt hier die 1239 als Symbol rein. So, was haben wir jetzt noch für ein Problem? Wenn wir das Haus jetzt kaufen, dann wollen wir das ja ändern, dieses Pickup. Dann wollen wir, dass das Grüne zu einem gelben I wird. Das heißt, wir müssen das Alte irgendwie löschen. Das können wir aber nicht, wenn wir noch keine ID festgelegt haben. Deshalb gehen wir jetzt wieder hier oben in unser Haus-Enum und erstellen da noch eine neue Variable, um die Pickup-ID sozusagen zu speichern. Das nenne ich hPickup. Und das können wir jetzt hier dem einfach zuweisen. Das heißt, wir schreiben hier unser h-info i, h-info id, ich kopiere das mal hier, und dann hier das h-pickup und dann gleich create-pickup. Das heißt, die id, die dieses pickup beim Erstellen bekommt, wird hierin geschrieben in diese Variable. So. Das gleiche natürlich auch, wenn das Haus bereits gekauft ist, denn wenn wir das Haus verkaufen, dann wollen wir, dass das Grüne wieder erstellt wird. Das Ganze kompilieren wir einmal und wir sehen einen Fehler in Zeile 221. Hier fehlt eine Klammer zu. So, jetzt kompilieren wir das Ganze einmal. So, was wir jetzt noch machen müssen, bevor wir es testen, ist hier oben bei onGameModInit diese MySQL Connect-Funktion weiter nach oben zu verschieben, denn wir können ja nicht MySQL schon Abfragen senden, wenn wir noch gar keine Verbindung zur Datenbank haben. Das heißt, wir kompilieren das Ganze noch einmal, starten dann den Server neu, sofern er überhaupt schon läuft, und connecten dann drauf.
So, ich bin jetzt an die Stelle gerannt, wo ich die beiden Häuser erstellen wollte. Einmal hier und einmal da. Wir sehen also, das hat schon mal geklappt. So, als nächstes wollen wir jetzt noch einen 3D-Text an die Häuser ranmachen. Das heißt, da soll der Besitzer stehen und da soll stehen zum Betreten slash Enter und da soll stehen, wenn das Haus noch nicht verkauft ist, soll da stehen slash Buyhaus oder slash Haus kaufen zum Kaufen. Das heißt, wir brauchen auch noch eine Variable in unserem Enum, in dem wir den 3D-Text zwischenspeichern, weil wir den ja auch ändern wollen. Deswegen schreiben wir hier noch eine Variable zu vom Typ Text3D und diese nennen wir einfach mal H-Text. So, wir gucken einmal kurz, ob das richtig funktioniert. Ja. Und jetzt können wir hier den H-Text sozusagen erstellen bzw. formatieren. Ich erstelle hier oben drüber eine String-Variable vom Typ von der Länge 128 Zeichen. Und diese wollen wir jetzt hier drin formatieren. Format String, Size of String. Wir wollen hier jetzt einmal, dass der Besitzer, wenn der Besitzer nicht vorhanden ist, dass da drin steht zum Verkauf. Also schreiben wir zum Verkauf. Dann wollen wir in die nächste Zeile. Das machen wir mit einem Slash, Backslash N. Dieses Slash hier zurückhalt und dann ein N, um in die nächste Zeile zu kommen. Dann schreiben wir noch den Kosten rein. Beziehungsweise für die Kosten haben wir jetzt noch gar keine Variable in der Datenbank erstellt. Das müssen wir gleich nochmal nachholen. Die Kosten sind also Prozent i, Dollar. Und zum Kaufen wollen wir dann einfach slash Haus kaufen. Den Befehl müssen wir natürlich noch erstellen, aber das wollen wir als Befehl benutzen. Und hier als Preis nehmen wir dann einfach hinfo-id und dann den h-Preis. So. Diese h-Preis-Variable erstellen wir gleich noch. Und jetzt schreiben wir einfach hinfo h-text ist gleich create3d-text-label und schreiben dann als ersten Parameter unseren String, also unseren Text rein. Als zweites die Farbe. Da muss ich jetzt einmal gucken, welche Farben wir hier schon alle drin haben. Da nehmen wir jetzt einfach mal für eins, was zu verkaufen ist, Color Red, nein, Color Blue. Und für die anderen nehmen wir dann Color Red für die schon verkauften. So, das heißt hier einmal Color Red rein. Jetzt möchte das natürlich wieder die Koordinaten haben. Da nehmen wir einfach die gleichen wie vom Pickup. Dann die Distanz, aus der man das lesen soll, 10. Und wir wollen natürlich, dass man das nicht durch Wände sehen kann. Deswegen hier die 1. So, das gleiche können wir sozusagen kopieren für hier unten. Aber hier schreiben wir nicht hin zum Verkauf, sondern Besitzer, Doppelpunkt, S für String. Die Kosten könnten wir eigentlich drin lassen. Ich nehme sie jetzt einfach mal raus. Und dann schreiben wir da slash Enter hin. Denn das wollen wir nachher zum Betreten benutzen. Und hier schreiben wir dann statt Preis einfach H-Besitzer rein. So, und hier lassen wir es beim String, ändern hier noch die Farbe in unser, was haben wir gesagt, Color Red. Und hier soll natürlich auch nicht der Farbcode drinstehen, sondern hier soll Color Blue stehen. Aber wir tauschen es einfach, hier oben soll Color Red stehen und hier unten Color Blue. Das könnt ihr alles schreiben, wie ihr wollt. So, auch hier, die anderen Sachen bleiben natürlich gleich, die Koordinaten sind hier schon richtig. Die Sichtweite und wir wollen auch, dass es nicht durch Häuser geht. Das Ganze kompilieren wir einmal und wir sehen, H-Preis ist nicht definiert. Das müssen wir jetzt noch erstellen. Wir gehen also wieder in unser Haus-Enum und schreiben hier irgendwo, wo wir wollen, noch unseren H-Preis hinzu. Das gleiche natürlich hier beim Auslesen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie noch einen Integer-Wert auslesen. Dafür kopiere ich mir einfach mal diese Zeile und ändere dann das H-ID in einen H-Preis um. Und hier auch in H-Preis. So. Dann kompilieren wir das Ganze einmal hier. Jetzt müssen wir noch hier in unserer Datenbank das Feld hinzufügen. Das heißt, wir gehen hier auf Struktur, fügen noch ein Feld hinzu und nennen das H-Preis. Integer ist ja eine Zahl. Und jetzt können wir hier unsere bisherigen Häuser bearbeiten. Ich klicke hier doppelt rein. Ich weiß nicht, ob es mit eurer PHP-Admin-Version auch geht. Ansonsten einfach auf Bearbeiten und stelle hier mal den Preis ein. Ich stelle jetzt hier erstmal nur $100 ein, beim ersten und beim zweiten $50, weil wir haben ja nicht so viel Bargeld dabei. Und hier schreibe ich jetzt schon mal als Besitzer in das eine mich rein, damit wir schon mal sehen, ob das funktioniert. So, und eine Sache müssen wir auch noch ändern, und zwar hier oben.
Wir können das nicht direkt in diese Variable speichern, sondern wir müssen eine Zwischenvariable erstellen. Die nenne ich jetzt einfach mal tmp-name. Und zwar auch von der Länge max player name. Und darin speichern wir dann diese Variable zwischen. So, und anschließend können wir dann diesen Wert hier mit der Funktion strmid. Da haben wir einmal die Destination, also unseren Besitzer. Dann die Source, also unseren tmp-name. Start bei 0, end bei size of tmp-name. Und max-length natürlich auch size of tmp-name. So, eine Sache müssen wir jetzt noch ändern, und zwar hier die minus 1 auf eine 0 und hier auch. Denn ansonsten werden diese Texte nicht angezeigt. Wir kompilieren das Ganze und testen es nun. So, wir sehen jetzt einmal hier das Source zum Verkaufen, da sehen wir den Preis. Und beim anderen hier sehen wir Besitzer Mr. Monat. Gut, das war's dann für dieses Tutorial. Bewerten nicht vergessen, und im nächsten Tutorial geht es dann weiter mit dem Haussystem.